Scheiße. Entschuldigung, ich wollte keine Juden beleidigen. Naja, ein bisschen schon. Okay. Jetzt wissen wir, was abgeht. Setz dich nicht hin. Verdammt, Coolman. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Mach das, aber irgendwie komme ich da nicht rein bei dir. Nur zur Info, da kommt gleich ein Alien rein. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Okay, aber da kommt gleich ein Alien rein. Ich begib mich schon mal zurück, ne? Falls das Alien gleich kommen sollte. Wie fühlen Sie sich? Das Gesicht, du Arsch! Was hast du davon, weil du die ganze Zeit nur da rumgegammelt hast? Was hast du davon? Ha? Was willst du? Ah, fühle ich mich gerade halbstark. Der Doktor ist jetzt tot. Das war aber sowas von bewusst. Das habe ich von Anfang an gesagt, dass der Doktor jetzt stirbt. Sieht man eh nicht. Weil ich das nämlich dann so rausgeschnitten habe. Ja, jetzt haben wir einen wunderschönen Ladebildschirm. So, wir haben ein paar richtig schöne Sachen jetzt erlebt. Das ist doch echt wunderprima. Glaube ich zumindest. Perwoll! Ey, guckt mich nicht alle an. Ich sehe nichts. Ah. Natürlich, das erste, was ich höre, ist Alien oder was. So, warte mal, ich hatte doch hier eine Safe Station. Yeah. Speichern. Und es geht weiter in Duck-Modus. So. Finden Sie ein Medikament. Ich finde mal ein Medikament. Und zwar finde ich das genau an der einen Stelle, die wir natürlich alle kennen. Tür ist verschlossen. Und zwar befindet sich diese besagte Stelle an besagtem Ort. Schön. Was ist das? Elektronischer irgendwas eingesammelt. Unmöglich, dass es nicht hier sieht. Haben die Goldrüstung hier? Hör auf dich jetzt da. So, aufs Tunnel zu greifen. Bitte. Privat, Frank, ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waltz sie da oben behalten will. Aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in dieser Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, medizinische Offizierin. Umweltkontrolle. Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurden notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um
Energieschwankungen der Temperaturen in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlmittelsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Lingard. Okay, freigeben. Gibt's nicht viel zu freigeben. Audio. Gibt's auch nicht viel. Zubehör, Kühlsystem aktiviert. Warnung, Wasserstoffzylindereinheit U6 nicht gefunden. Das ist nicht gut. So, warte mal, was haben wir denn hier alles? Verstecken. Gesperrt. Ich aktiviere einfach mal. Null Ahnung, ob das was bringt. Die Kühleinheit müssen wir wahrscheinlich dann selber irgendwo finden und dann einbauen. So, es ist richtig schön kalt da drinne. Schön. Was haben wir hier noch Feines? Schrott, Komponenten, passt. Okay, das haben wir angeguckt. Schnauze jetzt. Haben wir es jetzt da oben? Der dicke Nachbar schon wieder. So, Leute, ich würde sagen. Jaha, Junge. Du machst ganz viel Krach. Sehr schön. Wir geben uns nochmal zur Safe Station. Und ich würde sagen, das reicht für mich auch schon wieder für heute. Speichern, ja. Danke fürs Zusehen. Wie immer, schrodet alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao.